Läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stiftung Fuseltest. Heute mit uns, also ihm und dich. Und wir haben heute den Brevdoc Zwickel Helles. Ja. Ruht in Berlin. Ich weiß nicht, wo es her hat. Das ist ein unfiltriertes Helles. Ich habe das bei den Feinkost-Albrecht-Brüdern gekauft. Süd. Ah, unfiltriert, golden und zünftig. Und es ist die 25 Cent drauf. Und 5%, komm. Ja, und 330 Milliliter. Was knacken. Knick, knack. So, Prost. Wo sein? Ja. Dieser Kameramann ist scheiße. Boah, geil. Schmeckt so ein bisschen bitter, so wie mein Leben. Auf jeden Fall. Der Kameramann ist scheiße. Es ist sehr hopfig auf jeden Fall. Aber? Also wenn das jetzt noch kalt wäre, ne, wäre das richtig cool. Willst du mich verarschen? Alter, das hat 6 Grad. Was ist mal? Das hat doch keine 6 Grad. Erzähl mir nicht. Alter. Das hat Zimmertemperatur. Ja, dieses Zimmer hier draußen ist halt immer ist kalt. 6 Grad. Ja, ist klar. Auf jeden Fall, also ich find's lecker, aber das ist jetzt kein Bier, was ich den ganzen Abend saufen könnte. Ne. Ist aber immer nett, aber. Aber zwischendurch geht das. Also, ich glaube, wenn Sommer wäre, dann. Also, Sommer und das Zeug kalt, Kanutour auf der Lahn oder so, ne, leck mich am Arsch. Ich glaube, ich werde total zugehämmert. Wäre okay, aber. Also jetzt ist es in Ordnung. Aber ganz ehrlich, bei dem Preis von knapp einer Dose, von knapp einem Euro pro Dose. Beim Preis knapp einer Dose. Respekt. Knapp einen Euro pro Dose für eine 0,33er Dose Bier. Und dann schmeckt das eigentlich nur nach Hopfen. Also es ist okay, wie gesagt, im Sommer würde ich das gerne nochmal probieren und dann würde ich gerne was Netteres dazu sagen, aber jetzt so für im sehr starken Frühjahr würde ich sagen, lass uns mal kommen. Also ich würde sagen, das kriegt so einen zu 35% erigierten Daumen. 35% macht besser einfach raus. So, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest.